Ja, hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video bei MB Youngtimer Parts & Service. Mein Name ist Sven und ich hoffe, es geht euch allen gut. Heute ein Video, was quasi das letzte Video aufgreift. Wer es noch nicht gesehen hat, verlinke ich. Es ging um den E280, den ich angekauft habe, fertig machen möchte für euch und dann quasi wieder verkaufen möchte. Was bedeutet, ich versuche oder möchte, bin ich mir aber noch nicht ganz sicher, etwas in diesen Autohandel mit reinzugehen. Natürlich für Low-Budget-Fahrzeuge, das heißt Fahrzeuge, die ja so um die maximal bis 10.000 Euro gehandelt werden. Und da haben schon ganz viele von euch sehr passende und wichtige Themen unter dem letzten Video angesprochen in den Kommentaren. Erstmal danke für die sehr viel lobenden Kommentare, die ihr da hinterlassen habt. Das freut mich. Und es wurden natürlich auch so ein bisschen ein paar Fragezeichen gestellt, ob denn das Ganze so funktioniert. Das Video soll heute zwei Sachen beinhalten. Einmal schauen wir mal bei verschiedenen Autohändlern rein, bei Auto 1, wir schauen mal bei Car on Sale rein, wir schauen mal bei den normalen mobile eBay Kleinanzeigen und sowas, machen mal einen ganz kurzen Rundumschlag, das soll jetzt keine riesengroße Sache werden, vielleicht kaufen wir ja auch ein Auto, weiß ich noch nicht. Wir schauen mal. Worum es halt dort hauptsächlich geht, in dem Bereich, wo ich dann mit Autos handeln möchte, und das ist das riesengroße Problem oder die Achillesferse der ganzen Sache, ist, dass natürlich die Gewährleistung immer wieder mit im Vordergrund steht. Was man erstmal vorher erwähnen muss, ist, dass Autos, die von einem Händler an privat verkauft werden, keine Garantie vom Händler bekommen. Das ist nämlich immer eine ganz wichtige Sache, die manche Leute nicht so ganz auf dem Schirm haben oder falsch verstehen. Das heißt, als Händler, ich jetzt als Händler verkaufe an euch als Privatperson ein Fahrzeug, dann muss ich ein Jahr Gewährleistung geben. Mindestens, eigentlich sind es zwei, man kann das immer auf ein Jahr reduzieren. Vor einer Weile war das noch so, 6 Monate sind die Nachweispflicht, wenn ein Schaden am Fahrzeug entstanden ist, beim Händler, ab dem siebten Monat dann beim Käufer. Das gibt es nicht mehr. Inzwischen ist es so, dass ganze 12 Monate der Verkäufer in der Beweispflicht ist, dass der Schaden beim Kauf noch nicht bestanden hat. Das ist natürlich immer eine ganz schwierige Nummer. Und dort geht es dann schon los und dort haben wir dann unsere Probleme. Wenn ich jetzt so ein Fahrzeug mit natürlich irgendwas um die 200.000 Kilometer plus minus verkaufe, dort kann immer mal irgendwas auch technisch kaputt gehen, wo dann ein Gewährleistungsfall eintritt. Und dann haben wir natürlich ein Problem. Na klar muss ich an dem Fahrzeug auch Geld verdienen. Das heißt, wie ich das Fahrzeug jetzt ankaufe, repariere und dann hinstelle, das sind natürlich unterschiedliche Preise, ist klar. Irgendwo muss natürlich eine Gewinnspanne und ein Risikobetrag auch noch mit in der Kalkulation drin sein. Heißt, wenn ich jetzt ein Auto für 5.000 Euro, mal angenommen, mal eine einfache Rechnung, ich kaufe ein Auto an für 3.500, investiere dort noch was in das Fahrzeug für Bremsen, Service, Hauptuntersuchung und so weiter, summiert sich das Ganze auf 5.000 Euro und ich stelle das Auto dann für 7.200 Euro dann ins Netz, biete es an euch an, habe ich jetzt erstmal auf dem Papier einen Gewinn von 2.200 Euro vor Steuer. Die ganze Sache muss ich natürlich noch differenzbesteuern, das heißt zwischen den 5.000 und den 7.200 Euro, diese Summe dazwischen, die 2.200 Euro, muss ich erstmal noch versteuern. Und ich habe natürlich das Risiko, wenn irgendwas innerhalb des ersten Jahres an dem Fahrzeug ist. Das heißt, das muss ich dann quasi mit diesem Geld dann wieder ausgleichen können. Im besten Fall ist natürlich nichts. So, und das ist natürlich riskant. Das kann man relativ gut abdeckeln, indem man natürlich sehr viele Fahrzeuge innerhalb eines Quartals und so weiter verkauft. Das heißt, ich verkaufe jetzt 10 Autos in 3 Monaten, was definitiv nicht passieren wird bei mir, weil wir sind hauptsächlich immer noch Werkstatt und präparieren eure Autos, die ihr schon besitzt. Aber die Sache ist halt die, man muss halt relativ viele Fahrzeuge verkaufen, um dann halt quasi das abzudeckeln. Das ist wie bei so einer Versicherung, wo viele einzahlen und dann einer mal was davon braucht. So ist das dann halt auch bei der Gewährleistung. Also ganz einfach erklärt. Wenn ich natürlich jetzt in 3 Monaten 3 Autos verkaufe,
mit einer Nachsteuer 1500 Euro Gewinn, sind das insgesamt 4.500. Jetzt kommt ein Auto wieder zurück, es hat einen Motorschaden, mal zwar ganz schlimm angenommen, so, und ich muss dort investieren in einen Motor, Motorüberholung und so weiter und so fort, dann sind diese 4.500 Euro, die ich an den drei Autos verdient habe, weg, an einem Auto. Das heißt, ich habe umsonst quasi gearbeitet. Und das ist natürlich eine Sache, die funktioniert nicht. Und deswegen bin ich noch ein bisschen am Überlegen, wie man das Ganze dann aufrollt. Selbst, und das ist immer das riesengroße Problem, viele haben halt dann damals so gesagt, okay, ich verkaufe jetzt als Händler ein Auto an einen Privaten und um das Ganze zu umgehen, ist das ein Kundenauftrag. Da ist irgendwo ein Strohmann und das ist noch sein Auto. Quasi, ich bin bloß Zwischenhändler, machen wir aber nicht. Da gibt es ganz viel schwarze Schafe. Das heißt natürlich nicht, dass bei jeder Autohändler nicht im Kundenauftrag verkauft. Also da gibt es bestimmt welche, wo wirklich ein Fremder kommt, können sie für mich das Auto verkaufen und er verkauft das dann für ihn. Soll es auch geben. Aber viele nutzen diese Lücke und sagen, okay, das Auto wird im Kundenauftrag verkauft und ist aber am Ende nicht so. Damit können sie aber die Gewährleistung umgehen. Was man natürlich auch machen könnte, und das ist halt eine Sache, die funktioniert normalerweise, wenn es dann vor Gericht geht, nicht, ist, dass ich einfach als Händler einen Vertrag mache mit, es ist ein Schrottauto, Bastlerfahrzeug, es ist alles kaputt an dem Auto, Motorschaden, Getriebeschaden und so weiter und so fort. Das ist rechtlich ja, eine schwierige Geschichte, wenn das natürlich dann der Kunde, der Käufer kauft so und unterschreibt, ich möchte dann trotzdem nicht die Geschichte dann erleben, wenn dann mal wirklich irgendein Fall eintritt und der Käufer sagt, okay, ich gehe jetzt hier trotzdem mit Anwalt, Gericht und so weiter vor. Keine Ahnung, fehlt mir noch die Erfahrung, könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr dazu sagt. Vielleicht habt ihr da schon Erfahrung, wisst da mehr drüber, einfach mal reinschreiben. Das ist das, wo ich halt noch drüber nachdenke, ob ich das Ganze machen möchte, ob ich mir dieses ganze Theater, diese ganzen Probleme dann noch mit zusätzlich aufhalten möchte. Ich versuche halt, oder das ist halt mein Plan, Fahrzeuge anzukaufen, die günstig sind, wo man noch was dran machen muss, weil wir ja eine Werkstatt sind, dann auch zu einem wirklich guten Preis ein vernünftiges Fahrzeug verkaufen zu können. Das ist halt dann aber schwierig in diesem Low-Budget-Bereich. Auch vor allen Dingen Fahrzeuge zu finden, wo sich das natürlich dann auch rentiert für mich. So, jetzt werden wir aber mal reinschauen und gucken mal, was es denn überhaupt so gibt. Wie gesagt, bei diesen B2B-Händlern, Auto 1 und BCA zum Beispiel, kann ich euch nicht die Preise zeigen. Die muss ich leider verpixeln, das nützt alles nichts. Aber ich werde euch ein bisschen was dazu erzählen. Das wird jetzt auch nicht ewig noch lange dauern. Aber wie gesagt, schreibt mal in die Kommentare jetzt schon mal an dem Punkt hier, was ihr davon haltet, wie ihr das Ganze seht. Ich sehe das sehr riskant. Ich habe auch schon hier mit meinem Angestellten drüber geredet, schon mal mit ein paar anderen Leuten drüber geredet. Es ist halt alles, der Ritt auf der Kanonenkugel, es ist alles schwierig. So, jetzt aber die Fahrzeuge. Wir fangen mal bei Auto 1 an. Ich habe mir hier mal ein paar Fahrzeuge auf die Merkliste gesetzt. Ja, es ist momentan bei Auto 1 so ein bisschen auf einem absteigenden Ast. Nochmal ganz kurz für die Leute, die das nicht kennen. Auto 1 ist ein Händler, der jedem bekannt sein sollte von wirkaufendeinauto.de. Und über diese Plattform hier werden dann Händlern die Fahrzeuge angeboten, die dann da angekauft wurden. So, wir schauen hier mal ganz kurz durch. Ich mache es euch mal mit als Bild rein. Da haben wir jetzt hier ja, ein 320 CDI aus 2006. Wir haben eine E-Klasse 280T, E-Klasse E280. Hier mal, das war eher für mich ein Fahrzeug, das ich mehr oder weniger mal als Teilespender mir auf die Merkliste gehauen habe. Das ist natürlich nichts zum Weiterverkauf. Ja, dann auch mal wirklich sowas wie ein Caddy. Wie eine B-Klasse, die auch immer gut gehen. Ein E320 mit überschaubaren Kilometern. Auch Smart ist immer eine gute Sache. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr von Smart haltet. Finde ich immer sehr interessant. Schreibt es mal bitte wirklich rein. Findet ihr Smart gut? Also wie gesagt, ich habe selber zwei. Und für meinen Weg jetzt von zu Hause hier auf Arbeit, absolut beste Auto überhaupt, den ich jetzt geholt habe, der kostet mich 20 Euro Steuern im Jahr. 20 Euro. Versicherung ist echt überschaubar. Und neuer TÜV jetzt drauf auf das Fahrzeug, also neue Hauptuntersuchung. Und ganz ehrlich, das Auto fährt.
für einen absolut überschaubaren Preis im Jahr, was mich das ganze Auto kostet. Verbrauch ist super günstig und so weiter. CLK, das war mal auch so eine, wo ich dachte, könnte man vielleicht mal wieder handeln. Hatte ich mal vor zwei Jahren, drei Jahren mal eins, zwei Fahrzeuge. Ja, Caddy hier nochmal. Das sind alles so Fahrzeuge, die dann eher mich für so B2B-Geschäfte interessieren. Mit den Caddys hier zum Beispiel, die habe ich vor vielen, vielen Jahren in Auktionshäusern, hier zum Beispiel in Chemnitz, Auktionshaus Chemnitz, ganz viel gekauft. Und die sind da wirklich gut gegangen. Nochmal eine B-Klasse, nochmal eine E-Klasse und so weiter. Wir fangen hier mal zum Beispiel mit der B-Klasse an. So, und da haben wir nämlich schon Folgendes. Die hat relativ wenig Kilometer auf der Uhr, 69.690 zum Beispiel. Man sieht jetzt zum Beispiel hier unten, das ist ja auch immer interessant bei älteren Fahrzeugen. Serviceheft digital. Servicetermine einige, letzter Service 10.12.2019 bei 59.608 Kilometer. Das Fahrzeug hat jetzt wenig Kilometer. Wie gesagt, 69.690 Kilometer. Jetzt natürlich mal für mich interessant nachzuschauen, passt denn das alles? Und haut das hin. Ich kann jetzt so ein Fahrzeug, das habe ich jetzt hier schon mal vorgetippert, ab etwa Baujahr 2008 bei den PKWs bei Mercedes gibt es dieses digitale Scheckheft. Ich habe jetzt einfach mal die Fahrgestellnummer von dem Fahrzeug reingetippert und schaue hier mal nach. Und siehe da, ich habe hier sogar mehr Service-Nachweise wie angegeben. Hier haben sie jetzt angegeben, zum Beispiel letzter Service bei 59.608, Dezember 19, wenn ich hier reingucke, der Service ist ja auch aufgelistet, 10, 12, 19, 59.608. So, ich habe dann aber sogar hier noch Nachweise bis letztes Jahr Januar mit 66.330. Nächster Service wäre jetzt sogar fällig, hier steht verspätet seit 340 Tagen. Das ist natürlich immer der Vorteil, den man dann hat. Man kann bei Mercedes ins digitale Scheckheft reinschauen und dort kontrollieren, wie sieht die ganze Sachlage aus. Ist natürlich jetzt kein Rennwagen mit 95 PS. Das sind so Fahrzeuge, die gehen immer gut, wenn sie von dem Zustand her okay sind. Das sind meistens von älteren Leuten gefahrene Autos, ohne jetzt ein Vorurteil rauszuhauen. Hier ist natürlich jetzt, ja, man sieht schon hier eine Macke, da eine Macke. Also es ist natürlich immer schwierig. Rost ist natürlich auch immer wieder ein Thema an solchen Fahrzeugen, was man natürlich bei einem weißen Auto relativ gut sehen sollte. Ja, hier auch wieder. Das ist alles so eine Smart-Repair-Geschichte. Ja, das Gute ist, bei Auto 1 können wir immer mal reinhören. In den Motor. Ja, die Fahrzeuge sind hier auf den Fotos natürlich nicht aufbereitet. Keine MKL an, nichts, keine Warnlampen. Also das ist schon, ne, hier haben wir die Service-Nachweise. Ja. Bis auf ein paar optische Mängel ist das meiner Meinung nach, ja gut, hier Außenspiegel müsste man machen, ist das schon erstmal ein ganz interessantes Auto. Wir gehen jetzt hier mal nicht in die Details, man muss es nicht übertreiben. Aber das wäre zum Beispiel sowas, wo ich sage, ganz wenig Kilometer, günstiger EK und das Fahrzeug kann man mit Service, nochmal neue Hauptuntersuchung, die ist jetzt ja auch fällig, kann man das Ganze schon zu einem vernünftigen Preis auch wieder hinstellen, worum es ja gehen soll. Als nächstes Beispiel, wir bleiben mal bei den 211ern, das gefällt euch ja am meisten. War das der hier? Ein E320. Das ist genauso auch wieder so eine Frage, die ich mir ganz oft stelle. Wie sieht denn das jetzt aus bezüglich Limousinen? Ich bin eigentlich immer so ein Freund, ich suche gerne oder kaufe gerne T-Modelle, keine Limousinen, Entschuldigung. Weil ich immer das Gefühl habe, die sind nie so gefragt, Limousinen. Schreibt mal gerne in die Kommentare rein, ob vielleicht auch die ein oder anderen eine Limousine bevorzugen würden, sogar vor dem T-Modell. So, ach, hier war das, was mich dann ein bisschen gestört hat. Das Fahrzeug hat einen Gasumbau, bin ich immer gar kein Freund davon. Hat noch über ein Jahr TÜV und Kontrollleuchten sind an. Ach, das war hier ohne viele Bilder. Doch, ja, sind einige Bilder dabei. Also vor Mopf E320 M112. Schöner, toller Motor. Alles noch komplett
Serie hier. Schauen mal, welche Kontrolllampen denn hier leuchten. Ah, Servicebremse, Werkstatt aufsuchen. Heikles Thema, schwierig. Da ist dann natürlich immer die Sache, was ist da? Das kann eine Kleinigkeit sein, das kann ein Bremslichtschalter sein. Das kann aber auch die SBC selber sein. Da haben wir jetzt hier natürlich wieder das Problem, dass hier keiner irgendwie mal was ausliest und hier mal reintippert, um zu sagen, hier die Fehlercodes bestehen. Das ist natürlich schade, aber das können wir natürlich nicht ändern. Ja, Macken, Mängel hat er auch. Der war auf jeden Fall noch interessant. Ein Urban 280er haben wir ja jetzt schon vor Ort stehen, erstmal, den wir fertig machen müssen. Auch wieder ein Vormopf. Ist halt schwierig, auch vernünftige Fahrzeuge als Mopfmodelle zu finden. Die sind dann vom Preis her meistens so angesiedelt, dass da nicht mehr viel Marge drin ist, wenn da noch was dran zu machen ist. Höhenverstellung ohne Funktion beim Fahrwerk. Heißt, er hat wahrscheinlich Airmatic. Was natürlich schon wieder schwierig ist. Fahrwerk hinten senkt wieder ab, hält den Druck nicht. Sporadisch muss Heckdeckel und das Schiebedach beim Schließen mit der Hand nach geholfen werden. Außenspiegel Rechtsbruch. Ja, wie gesagt, es sind halt alles Fahrzeuge, wo Sachen dran zu machen sind. Dann haben wir hier noch ein E320 CDI aus 2006 mit 225 PS, also ein OM642, also schon ein V6, kein Reihensechser mehr. HU bis 225, das ist löblich, das ist schön. COC-Papiere, ja, das ist gut, kann man sogar ins Ausland verkaufen. Keine Auffälligkeiten während der Probefahrt, das ist auch sehr schön. Ja, Reifen sind durch. Das ist zum Beispiel mal so ein Fahrzeug, wo ich der Meinung bin, da könnte man, ja, ist halt nicht aufbereitet, nichts, das Fahrzeug. Das ist interessant, bin ich der Meinung. Ist jetzt auch kein so schlechter Preis, achtfach bereift, mit denselben Felgen, Schiebedach, das ist wieder Motor. Graues Leder, auch immer so ein bisschen fragwürdig, schwierig, ob das funktioniert. Sitzheizung haben wir drin. Beispielsweise eine Sache, wo ich auch immer drauf achte, Sitzheizung, Standheizung hat er. Auch sehr schön. Kilometer finde ich noch sehr okay für einen 320 CDI. Hier natürlich wieder Schwachstellen sind dann natürlich die Ölkühler. Ob man das braucht, weiß ich nicht. Oh, hier schwenkbare Anhängerkupplung ab Werk sieht man hier an der Seite, weil da der Stecker ist. Ja, das Übliche hat man beim letzten Jahr auch. Und grau ist natürlich immer so eine undankbare Innenraumfarbe mit Dreck, Schmutz und so weiter. Aber den finde ich jetzt gar nicht mal so uninteressant. Was ich schön finde, die Ausstattung ist recht gut. Das wäre zum Beispiel eine Überlegung wert, dieses Fahrzeug. Aber wie man sieht, es ist schwierig, Vernünftiges zu finden. Hier habe ich nochmal Car on Sale, hier habe ich nochmal Mobile auf. Mobile haben wir auch das ein oder andere Fahrzeug. Ich habe natürlich auch immer mal gerne so einen 123er, hier haben wir nochmal einen CLS. Jetzt kann ich euch mal die Preise hier zeigen, wie die jetzt hier so drin stehen. Der ist so reduziert, ne, das war er nicht. Ja, ich habe ja natürlich auch mal ein paar Fahrzeuge, die mich persönlich interessieren, jetzt ohne da irgendwie einen Handel damit zu betreiben unbedingt. Ja, hier ein CLK 430 Eleganz AMG Line, W200 Turbo für einen relativ überschaubaren Ankaufspreis, hat natürlich aber schon ordentlich Kilometer für eine B-Klasse. Ein E500, nochmal eine A-Klasse, also Caddies und so weiter. Ach, übrigens, das wollte ich euch mal zeigen, schreibt mal rein, was ihr zu diesem Auto sagt, das wollte ich euch nochmal zeigen. Also das ist ja nun wieder sehr kurios, und zwar ein CLS Front, aber ein T-Modell, 2,11er. Wie finden ihr das? Sieht das cool aus? Hat das was? Macht man sowas? Schreibt mal in die Kommentare, was ihr dazu meint. Wie gesagt, mir geht es mal darum, sagt mir mal, was ihr denkt, kann man so einen Autohandel betreiben für diese Preise, für diesen Bereich, den wir jetzt hier abdecken wollen. Ich sehe es schwierig.
Ich würde es einfach mal antesten wollen nächstes Jahr und dann schauen wir mal. Ich denke mal, wahrscheinlich ist das letzte Video vor Weihnachten. Es wird nochmal zwischen Weihnachten und Neujahr nochmal ein neues Video kommen. Ich wünsche euch erstmal wunderschöne Weihnachten. Erholt euch alle gut. Wetter ist ja nicht so toll momentan, aber lasst euch schön feiern, esst nicht zu viel. Und dann wünsche ich euch, wie gesagt, wunderschöne Weihnachten. Und dann sehen wir uns zwischen Weihnachten und Neujahr nochmal wieder. Ansonsten auch guten Rutsch an euch. Bis dahin, euer Sven. Macht's gut. Ciao.